Stell dir vor, du kommst eines Abends nach Hause, als plötzlich ein Gewitter über dich hereinbricht, der Himmel verdunkelt sich und der Wind wird stärker, bis er dich plötzlich mitreißt. Du wirst in einem mächtigen Wirbel nach oben katapultiert und das Atmen wird unmöglich. Du drehst dich wie in einem riesigen Karussell. Und die Trümmer von Gebäuden und entwurzelten Bäumen fliegen dir um die Ohren. Was passiert da? Ganz einfach. Du wurdest von einem der stärksten Tornados der Geschichte erfasst. Kannst du überleben? Die sogenannte Tornado Alley verläuft durch die zentralen Staaten der USA. In diesem Gebiet bilden sich jährlich etwa 1200 Tornados. Es umfasst das Gebiet von 7 Staaten und sogar den südlichen Teil Kanadas. Und es gibt mehr als eine solche Alley auf dieser Welt. Zerstörerische Tornados gibt es auch in Mexiko, Argentinien, Uruguay, Australien, China, Bangladesch, Südafrika und Europa. Fast überall. Tornados treten meist plötzlich auf. Sie können nicht vorhergesagt werden und in nur einer Viertelstunde können sie Dutzende von Menschenleben fordern. Aber woher kommen Tornados überhaupt? Eigentlich ist ein Tornado ein riesiger Windtrichter. Tornados bilden sich bei Gewitter, wenn kalte, trockene Luft auf eine Masse warmer, feuchter Luft trifft. Die Dichte der warmen Luft ist geringer, sodass kalte Luftströme sie nach oben drücken. So entstehen in der Nähe einer Gewitterwolke Luftturbulenzen und daraus werden Tornados. Sie können eine Höhe von 16 Kilometern erreichen. Die durchschnittliche Breite des Trichters an der Erdoberfläche beträgt etwa 150 Meter. Aber manche Tornados können einen Durchmesser von mehreren Kilometern erreichen. Einer der größten Tornados der Geschichte mit einem Trichterdurchmesser von etwa 4 Kilometern fegte im Jahr 2004 über die Stadt Hallam im Südosten Nebraskas. Alles begann mit einem kleinen Tornado, der um 19.30 Uhr auftauchte. Nach einer Weile nahm die Windstärke zu und der Tornado erreichte die Häuser und riss ihre Dächer ab. Um 20.35 Uhr näherte sich der Tornado der Stadt Hallam und erreichte seine maximale Stärke. Und sein Trichter wuchs auf eine Breite von 4 Kilometern an. Er demolierte die Häuser der Anwohner, zerstörte landwirtschaftliche Fahrzeuge und ließ sogar einen Kohlezug umstürzen und von den Gleisen fliegen. Infolgedessen wurde ein Großteil von Hallam zerstört. Leider gelang es nicht allen Anwohnern, sich in Sicherheit zu bringen. Infolgedessen starb eine Person und 38 wurden verletzt. Der Tornado wütete über 100 Minuten lang und in dieser Zeit legte er eine Strecke von 84 Kilometern zurück. Und das, obwohl der Tornado normalerweise innerhalb von 15 bis 20 Minuten verschwindet. Aber obwohl der Hallam-Tornado stark, lang und zerstörerisch war, ist er weit davon entfernt, ein Rekordhalter zu sein. 1925 fegte einer der am längsten andauernden Tornados der Geschichte über die Vereinigten Staaten, der Tree State Tornado. Er tauchte gegen 13 Uhr in Arlington, Missouri auf und überraschte die Bewohner. Der Tornado gewann schnell an Stärke und bewegte sich in Richtung Nordosten, riss Dächer von Häusern und zerstörte kleine Gebäude. Als der Tornado sich dem Mississippi näherte, hatte er bereits 11 Menschenleben gekostet. Illinois war als nächstes an der Reihe. Hier hat der Wirbelsturm 3 Städte fast vollständig zerstört. Mehr als 600 Menschen wurden Opfer des Tornados. Aber der tödliche Tornado machte dort nicht Halt. Der Bundesstaat Indiana war als nächstes dran. Dort hat er 3 Städte und 85 Bauernhöfe ausgelöscht und forderte das Leben von 71 weiteren Menschen. Der Tree State Tornado war der längste und tödlichste in der Geschichte der USA. Der Tornado dauerte 3,5 Stunden mit einer Zugstrecke von mehr als 350 Kilometern. Infolgedessen starben fast 700 Menschen, 2000 Bewohner wurden verletzt und Zehntausende wurden obdachlos. Die Windgeschwindigkeit innerhalb des Wirbels erreichte satte 480 Kilometer pro Stunde. Aber selbst das ist noch nicht die Grenze. Der Bridge Creek Moore Tornado brach diesen traurigen Rekord 1999. Dieser Tornado entwickelte die höchste Windgeschwindigkeit der Geschichte, etwa 500 Kilometer pro Stunde. Es betraf den Bundesstaat Oklahoma. Dort zerstörte er über 8000 Häuser und 260 Unternehmen.
Infolgedessen starben 36 Menschen und der durch den Tornado verursachte Schaden wurde auf $1 Milliarde geschätzt. Ein Tornado kann plötzlich auftauchen und für Meteorologen ist es schwierig vorherzusagen, wie stark er sein wird. Aber auch wenn ein Tornado nicht verhindert werden kann, heißt das nicht, dass wir ihm schutzlos ausgeliefert sind. 2018 in Wyoming. Der fotogenste Tornado entstand inmitten eines schweren Gewitters. Der Tornado dauerte etwa 45 Minuten und während dieser Zeit gelang es Dutzenden von Menschen, ihn einzufangen. Anstatt in Deckung zu gehen, filmten die Menschen den Tornado, der nur wenige hundert Meter entfernt vorbeizog. Glücklicherweise war der Tornado in Wyoming relativ schwach. Er beschädigte mehrere Stromleitungen und Zäune, ohne Menschen ernsthaft zu verletzen. Aber 2013 wurde im selben Bundesstaat Oklahoma die kleine Stadt El Reno getroffen durch den größten Tornado der Geschichte. Die Windgeschwindigkeit innerhalb des Wirbels erreichte über 470 Kilometer pro Stunde und die Breite des Tornadotrichters betrug mehr als 4 Kilometer. Aber das Schlimmste ist, dass sich der Tornado von El Reno chaotisch bewegte. Es war fast unmöglich, die Richtung seiner Bewegung vorherzusagen. Das war die Ursache für den Tod des erfahrenen Hurrikanjägers Tim Samaras. Er hatte mehr als 20 Jahre Erfahrung im Filmen von Naturkatastrophen. Zusammen mit seinem Sohn und einem Kollegen haben sie auch den Tornado von El Reno gefilmt. Doch während das Team nach einem guten Winkel suchte, änderte der Wirbelsturm plötzlich seine Richtung und kam auf Samaras Auto zu. Eine mächtige Windböe erfasste das Auto und schleuderte es 800 Meter weit. Alle Insassen starben. Wenn du in einen Tornado gerätst, stehen deine Überlebenschancen nur 1 zu 60.000. Und die größte Gefahr sind die Trümmer. Der Wirbelsturm reißt Gebäudeteile, Bäume und alles, was sich ihm in den Weg stellt, mit und wirbelt alles mit unglaublicher Geschwindigkeit herum. Im Inneren sieht der Tornado eher aus wie ein riesiger Mixer als ein starker Windtrichter. Wenn du vom Wind erfasst wirst, stellen die Trümmer die größte Gefahr dar. Außerdem kann sich im Inneren eines Tornados starker Hagel mit Hagelkörnern von etwa 6,5 cm Durchmesser bilden. Bei Geschwindigkeiten von mehreren hundert Kilometern pro Stunde können selbst solche relativ kleinen Eisfragmente die Haut und das weiche Gewebe leicht beschädigen. Außerdem kann dich ein Tornado buchstäblich packen, vom Boden reißen und aus großer Höhe werfen, wie es bei Samaras Auto der Fall war. Aber selbst wenn du wie durch ein Wunder unversehrt bleibst, besteht die Gefahr, dass du einfach erstickst. Denn die Luftdichte im Inneren des Wirbels ist 20% geringer als gewöhnlich, also ungefähr wie auf dem Gipfel des Mount Everest. Du kannst durch Sauerstoffmangel einfach das Bewusstsein verlieren oder ersticken. Wie kannst du dich also retten, wenn ein Tornado auf dich zukommt? Der erste Schritt ist, ein Versteck zu finden. Ein speziell ausgerüsteter Schutzraum wäre perfekt. Aber wenn er nicht in der Nähe ist, versteck dich einfach im Keller des Hauses. Wenn du keinen Keller hast, dann kannst du dich in einem Raum verstecken, der durch mindestens 2 Wände von der Straße getrennt ist und keine Fenster hat. Ein Flur, ein Badezimmer oder ein anderer Raum in der Mitte des Hauses ist gut geeignet. Du kannst dich auch unter einem schweren Tisch verstecken oder dich mit einer Matratze zudecken. So bist du teilweise vor Trümmern geschützt. Wenn du das Geräusch eines herannahenden Tornados hörst, leg dich sofort mit dem Gesicht nach unten auf den Boden und bedecke deinen Kopf mit deinen Händen. Verlasse den Schutzraum nicht überstürzt, wenn du merkst, dass der Tornado wegzieht. Denn wie du weißt, kann die Flugbahn eines Tornados sehr unberechenbar sein. Wenn sich deine Deckung in dem betroffenen Gebiet befindet, musst du sie sehr vorsichtig verlassen. Achte auf die Objekte um dich herum, Stromleitungen oder scharfe Splitter. Wenn das Gebäude stark beschädigt ist oder du dich unter den Trümmern befindest, ist es besser, auf das Eintreffen der Rettungskräfte zu warten und nicht zu versuchen, auf eigene Faust ins Freie zu gelangen. Und noch etwas. Eine Zigarette anzuzünden, um deine Nerven zu beruhigen, ist eine schlechte Idee. Denke daran, dass ein Tornado die Gasleitungen beschädigt haben könnte. Deshalb ist es besser, kein Feuerzeug und keine Streichhölzer zu zünden. Aber was ist, wenn dich ein Tornado auf der Straße überrascht und es keinen Schutzraum in der Nähe gibt? Wenn du in einem Auto bist, bleibe drin. Schnall dich an, wenn du es noch nicht getan hast, und kauere dich unter die Fensterlinie. Gleichzeitig lohnt es sich, deinen Rücken mit Klamotten oder einer Decke zu bedecken und deinen Kopf mit den Händen zu umschließen, um dich vor den Trümmern zu schützen.
Wenn du dich in einem offenen Gebiet befindest und es absolut keinen Platz zum Verstecken gibt, suche nach einer Vertiefung im Boden, zum Beispiel einem Loch oder einem Graben. Leg dich mit dem Gesicht nach unten hinein und schütze deinen Hinterkopf mit deinen Händen. Diese Tipps können dir helfen zu überleben, wenn ein Tornado auf dich zukommt. Aber es gibt Tornados, vor denen es fast unmöglich ist, zu entkommen. 2018. Eine Serie von gewaltigen Waldbränden hat Kalifornien heimgesucht. Sie breiteten sich über ein Gebiet von über 6.500 Quadratkilometer aus und führten zum Tod von 103 Menschen. Doch neben den Bränden selbst war noch etwas anderes die Ursache für die Zerstörung. Während der Evakuierung bemerkten die Bewohner der Stadt Redding seltsam wirbelnde Rauchwolken und Flammen über den flammenden Bäumen. Das war ein Feuertornado. Er entwurzelte rücksichtslos Bäume, warf Autos um und setzte buchstäblich alles in Brand, was sich ihm in den Weg stellte. Der Nationale Wetterdienst der USA ermittelte, dass die Windgeschwindigkeit in diesem feurigen Wirbelsturm etwa 230 Kilometer pro Stunde betrug. Eigentlich ist ein Feuertornado kein richtiger Tornado. Er entsteht über einem Feuer, wenn die erhitzte Luft aufsteigt und Wirbel bildet. Normalerweise erreicht ein solcher Tornado nur 10 bis 50 Meter und verschwindet innerhalb von ein paar Minuten. Aber manchmal kann ein Feuertornado bis zu einem Kilometer groß werden. Gleichzeitig steigt die Temperatur im Inneren eines solchen Wirbels auf 1000 Grad. Solche Tornados dauern nicht länger als 20 Minuten. Ein solcher Tornado kann leicht bis zu 15 Meter hohe Bäume entwurzeln und Waldbrände über viele Kilometer verbreiten. Aber manchmal können solche Tornados auch Städte erreichen. 1871 zerstörte ein Feuertornado während der Steppenbrände eine ganze Gemeinde in der Stadt Peshtigo, Wisconsin. 2003 verursachte ein Feuertornado in Australien die sofortige Entzündung von Buschland auf einer Fläche von 1,2 Quadratkilometern. Und 1923 erschien ein feuriger Wirbelsturm während des großen Kanto-Erdbebens in Japan. Man geht davon aus, dass etwa 38.000 Menschen dabei ums Leben gekommen sind in nur 15 Minuten. Und das Schlimmste ist, dass es schwer ist, vor einem Feuertornado zu fliehen. Schließlich ist es am besten, sich im Keller oder im Haus zu verstecken, um sich vor dem Wirbelsturm zu schützen. Gleichzeitig kann ein solcher Tornado aber nicht nur deinen Unterschlupf zerstören, sondern auch ein Feuer auslösen. In diesem Fall kann der Aufenthalt in einem Schutzraum lebensbedrohlich sein. Deshalb muss im Fall eines Feuertornados ein Teil der Sicherheitsmaßnahmen geopfert werden. Wenn sich ein Flammenwirbel auf dich zubewegt, verstecke dich sofort im zentralen Teil des Hauses, in einem Raum ohne Fenster. Und sobald sich der Tornado in eine sichere Entfernung bewegt, verlasse sofort das Gebäude. Deine Aufgabe ist es, so schnell wie möglich nach draußen zu kommen, bevor das Feuer ausbricht. Zum Glück sind Feuertornados sehr selten und lösen sich ziemlich schnell wieder auf, zumindest auf der Erde. Mitte März 2023 fing das Solar Dynamics Observatory der NASA einen riesigen Tornado aus heißem Plasma ein, der auf der Sonne wütete. Er erreichte eine Höhe von 120.000 Kilometern. Das ist wie unser Planet neunmal übereinander gelegt. Der Tornado dauerte etwa 3 Tage, bevor er wieder in die Sonne krachte. Wenn unsere Erde in einen solchen Tornado geriete, würde das Leben auf ihr sofort zu Ende sein. Aber was ist, wenn ich behaupte, dass Tornados, die alles Leben auf ihrem Weg auslöschen, auch auf unserem Planeten entstehen können? Jeder ausreichend starke Tornado kann tödlich sein. Aber stell dir mal vor, wie zerstörerisch mehrere starke Tornados auf einmal sein können. Ein Tornado mit mehreren Wirbeln ist eigentlich kein so seltenes Phänomen. Normalerweise sind multiple Tornados viel kleiner und schwächer als normale Tornados. Aber bitte nicht täuschen lassen. Die größte Gefahr ist, dass solche Wirbelstürme die Windböen verstärken. Sie können die Windgeschwindigkeit um etwa 160 Stundenkilometer erhöhen. In diesem Fall können die Schäden durch die Tornados selbst unbedeutend sein, aber der starke Wind, der sie begleitet, der kann ganze Städte auslöschen. 2014 zerstörte ein doppelter Tornado die Kleinstadt Pilger in Nebraska vollständig. Mehr als die Hälfte der Stadt ist einfach verschwunden und alle Gebäude wurden beschädigt. Es lebten nur 350 Menschen in Pilger, so wurden große Opferzahlen vermieden. Allerdings starben 2 Menschen und 16 wurden verletzt.
Die Meteorologen waren von diesem Phänomen schockiert. Die Tatsache ist, dass der Tornado in Pilger nicht wie ein gewöhnlicher Multi-Wirbeltornado aussah. Beide Wirbelstürme waren stark und hielten lange genug an. Würden sie auf ihrem Weg auf eine Metropole treffen, wären zehn oder vielleicht Hunderttausende von Menschen betroffen. Stell dir vor, was bis zu 13 gleichzeitige Tornados in einer Stadt anrichten könnten. Genau aber das passierte in der Nähe von Dodge City, Kansas, 2016. Am 24. Mai bildete sich die sogenannte Superzelle über der Stadt. Dies ist eine besondere Art von Gewitterwolke, die einen Mesozyklon enthält, ein tiefer und anhaltender rotierender Aufwind. Superzellen führen oft zur Bildung ganzer Tornadoschwärme. An diesem Tag bildeten sich 13 Tornados rund um Dodge City. Glücklicherweise zog der stärkste von ihnen über das Feld hinweg, ohne die Stadt selbst zu treffen. Am Tag zuvor hatte es in der Nähe der Stadt ein Gewitter gegeben und der Boden war nass und schwer. Deshalb gelang es dem Tornado nicht, die Ernte aus dem Boden zu reißen und den Landwirten zu schaden. Trotzdem wurde in Dodge City der Notstand ausgerufen und 30.000 Einwohner mussten den Tag in Schutzräumen verbringen. Insgesamt wurden an diesem Tag 33 Tornados in Kansas registriert. Aber der größte Tornadoausbruch in der Geschichte ereignete sich 5 Jahre zuvor in der Tri-State-Region, als sie durch Alabama, Mississippi und Tennessee fegten. Zwischen dem 25. und dem 28. April verzeichnete der Nationale Wetterdienst 175 Tornados. Die kalten Luftströme aus Kanada und den westlichen Staaten trafen auf warme und feuchte Winde aus dem Golf von Mexiko und trockene Luft aus Mexiko selbst. Infolgedessen nahm die Windstärke über den Zentralstaaten aufgrund des Temperatur- und Luftdichteunterschieds drastisch zu. Dutzende von Tornados von unauffällig bis zerstörerisch und tödlich trafen Städte und Farmen. 4 von ihnen wurden als EF5-Tornados eingestuft, auf der Fujita-Skala. Diese Skala bewertet die Stärke eines Tornados anhand der Windgeschwindigkeit innerhalb des Wirbels und des Ausmaßes der von ihm verursachten Schäden. Eine EF5 ist die höchstmögliche Einstufung. Das bedeutet, dass die Windgeschwindigkeit im Tornado mindestens 320 Stundenkilometer erreicht. Tornados dieser Stärke können Autos in die Luft heben und sie Dutzende von Metern weit weg schleudern. Ein EF5-Tornado reißt Ziegel- und Fachwerkhäuser bis auf die Grundmauern nieder, versetzt Wolkenkratzer in einen Notzustand und entwurzelt Bäume. Der Tornado-Superausbruch hat 348 Menschen getötet. Und der Schaden durch alle Tornados betrug mehr als 10 Milliarden Dollar. Wenn Dutzende von Tornados in der Gegend wüten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass einer von ihnen dich mitreißt. Die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst, ist in diesem Fall minimal, aber nicht null. 2006 ist ein 19-jähriger Junge namens Matt Sutter in einen Tornado geraten. Er befand sich im Wohnwagen, als ein EF2-Tornado ihn packte und ihn in die Luft hob. Matt schlug mit dem Kopf auf und verlor das Bewusstsein. Er wachte mitten auf einem Feld mit einer Kopfverletzung und schwer zerkratzten Beinen auf. Glücklicherweise überlebte er und konnte seine Geschichte erzählen. Später stellte sich heraus, dass der Tornado seinen Wohnwagen fast 400 Meter vom Haus weggetragen hatte. Matt hatte Glück, dass der Tornado nicht sehr stark war und der Wirbelsturm ihn nicht zu hoch über den Boden hob. Außerdem war der Mann die ganze Zeit im Wohnwagen und die im Tornado herumfliegenden Teile konnten ihm nichts anhaben. Aber was ist, wenn ein Tornado dich plötzlich auf der Straße erfasst? Das Erste, was du spürst, ist, dass du von der Windströmung niedergeworfen wirst. Dann wird sich alles um dich herum verdunkeln und drehen, dir wird kalt und das Atmen wird plötzlich sehr schwer. Außerdem wirst du einen wilden Lärm in den Ohren haben. Das Rauschen des Windes und die leisen Donnerschläge im Windwirbel können dich verwirren. Aber denk daran, das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten. Als Erstes musst du dich zusammenreißen und deinen Hals und Kopf mit den Händen bedecken, um mögliche Verletzungen zu minimieren. Wenn du Glück hast, wirft dich der Tornado nach ein paar Dutzend Sekunden wieder auf den Boden. In diesem Fall sind die Überlebenschancen ziemlich gut, aber sei auf zahlreiche Knochenbrüche nach einem Sturz aus großer Höhe vorbereitet. Wenn du etwas länger im Tornado bleibst, kann es sein, dass du aus Sauerstoffmangel ohnmächtig wirst oder mit einem großen Trümmerteil zusammenstößt. In diesem Fall kannst du dich nur auf dein Glück verlassen.
Die Chance, in einem Tornado zu überleben, ist vermutlich geringer, als den Jackpot im Lotto zu knacken. Aber wenn du zu den Glücklichen gehörst, solltest du dich auf unvorhergesehene Folgen einstellen. Tatsache ist, dass Tornados hunderte von Kilometern zurücklegen können und dabei nicht nur zwischen Staaten, sondern manchmal auch über Landesgrenzen hinwegziehen. Die längste aufgezeichnete Strecke, die ein Tornado zurückgelegt hat, beträgt 352 Kilometer. Und wenn du das Glück hast, irgendwo in Oklahoma von einem Tornado erwischt zu werden, dann wachst du vielleicht an der Küste von Louisiana auf. Aber ich würde mich nicht so sehr auf das Glück verlassen. Und du?